Herrlich. Wie auf Kommando. Ich werde gerade von der Polizei hinaus komplimentiert. Ich habe einen Aufenthaltsverbot bekommen für diese schöne Gemeinde hier. Und damit wurde der Vortrag gesprengt. Wiener Schweiz. Ich sage, der Vortrag hätte eigentlich nicht besser und plastischer sein können, weil alles, was ich sagen wollte im Vortrag, haben diese Herrschaften demonstriert. Man will sich den Argumenten nicht stellen, man hat Angst vor den Inhalten und deshalb werden die Argumente verboten. Es ist peinlich, lächerlich, vor allem wenn man bedenkt, was gerade in Deutschland abgeht. Herzlich willkommen zu Klare Sicht. Heute haben wir Martin Sellner da, einen umstrittenen Menschen aus Österreich. Also er hat, glaube ich, die Identitäre Bewegung Österreichs mitgegründet. Das werden wir jetzt aber tiefer ergründen, ja, in diesem Gespräch. Ich bin auf jeden Fall froh, dass er zu uns gekommen ist, denn wie ich euch mal in einem Podcast gesagt habe, will ich doch als Hippie auch mal wirklich wissen, was denn identitär überhaupt richtig bedeutet. Und das wollen wir heute mal herausfinden und natürlich sein Leben betrachten. Herzlich willkommen, Martin Sellner. Vielen Dank für die liebe Einladung. Das ist echt schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, du hattest schon mal einen Kommentar unter einem meiner Interviews mit damals Peter Weber, der die Bewegung Hallo Meinung gegründet hatte, damals, ich glaube 2018, 19, ich weiß es nicht mehr, kurz vor Corona. Und dann hattest du drunter geschrieben, ja, bei seiner Definition bedeutet es wohl, dass du als Österreicher da nicht dabei sein darfst. Und da ist mir aufgefallen, wie lange wir im Grunde schon uns gegenseitig kennen und ich dich natürlich auch seitdem oder auch schon vorher immer wieder auch im Internet verfolgt habe, denn ich bin genau wie du wahrscheinlich für absolute Freiheit. So, Martin. Ich will dazu gleich was sagen, nicht zu Peter Weber, wenn ich darf. Ja, bitte. Dem muss ich ausgesprochen loben, denn er war einer der wenigen Mutigen, die direkt in den Nachwehen dieser massiven Potsdam-Lügenkampagnen auch mit mir ein Video aufgenommen hat und mich eingeladen hat, und damit war dann diese Frage auch beantwortet. Ja, er hat mit mir gesprochen, es war ein sehr schönes Gespräch und ich bin mir auch sehr dankbar dafür. Aber weißt du, Martin, ich glaube, dass wir auch alle in diesen vielen Jahren jetzt, das sind ja jetzt mehr als 4 Jahre her, dass auch eine gewisse Aufklärungsbewegung ja da schon vorher da war, mitunter auch dieser Peter Weber. Und ich glaube, auch Peter Weber hat sehr viel dazu gelernt, weil er, und nicht nur er, sondern wir alle, glaube ich, in dieser Pandemie noch viel mehr begriffen haben, wie wichtig es ist, diese Sprachrohre, die alle unterbuttert werden, ob du über den Frieden redest und Hippie bist, ob du als irgendwie Rechtsradikaler oder Rassist oder Antisemit, was ja wirklich hier nonstop verwendet wird, was ich schon gar nicht mehr glauben kann. Jetzt ist heute eine Frau aus Deutschland, die ist bestraft worden, die Frau Müller, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, wegen eines anscheinend, aber die ist Künstlerin, wegen einem Hitlergruß. Und dann denke ich, hey, sag mal, haben wir jetzt Inflation der Hitlergrüße oder sind das irgendwie so Momentaufnahmen, wo die Hand gerade mal so steht und man dann knipst? Ich meine, in welche Absurdität sind wir hineingeraten? Und ich glaube, deswegen ist es auch mit dem Peter Weber, dass er dich nach dieser Potsdamer Aktion auch wirklich sozusagen unterstützt hat. Absolut, und du sprichst bereits an, es wird wirklich sehr hysterisch. Also es ist ganz bizarr, es gibt verbotene Emojis, verbotene Handzeichen, verbotene Begriffe, verbotene Lieder, 360 Polizeieinsätze wegen eines verbotenen Lieds. Also wir leben wirklich in einer bizarren, hysterischen Endzeit, in der die Zensur komplett außer Kontrolle gerät. Ich glaube, das haben wir alle in diesem Jahr gesehen, wie sich gerade alles verschärft und beschleunigt. Das ist einerseits erschreckend, ich sehe darin aber auch einen gewissen Hoffnungsschimmer. Ich genauso wie du, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil dieser Irrsinn ist ja kaum noch zu toppen. Ich meine, wahrscheinlich mehr als Gewalt kann nicht noch on top kommen aus ihrer Seite, von ihrer Seite. Aber lassen wir das mal so stehen. Wie ich gesagt habe, mir ist wichtig, weil vielleicht kennen dich einige noch nicht von Infrarot, wobei wir natürlich auch immer wieder auch
über dich berichtet haben und so weiter. Vielleicht kannst du den Leuten da draußen einfach und mir vor allem ganz genau definieren, was dieses Identitäre bedeutet. Also für mich selber, und danach kommen wir auch auf dein Buch zu sprechen, denn du bist ja auch Autor und du bist ja auch Philosoph. Das finde ich ja sehr sympathisch. Ja, also du hast Philosophie studiert und aber anscheinend auch Recht abgebrochen. Habe ich gelesen jetzt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Stimmt das? Unterbrochen. Ja. Unterbrochen. Kann ja sein, dass du weitermachst, genau. Ja, wenn du, wenn ich mal einen längeren, vielleicht staatlich organisierten Leseaufenthalt habe, wer weiß, was noch kommt. Ja, also wenn du so nett wärst, ja, mir mal diesen Begriff identitär und dann im gesamten identitäre Bewegung, was du damit meinst und wie ist das gewachsen damals? Warst du wirklich Mitgründer? Und was bedeutet das wirklich? Weil ich frage mich natürlich, ich habe ja auch eine Identität, ne? Also ich meine, ich fühle fühl ja meine Identität. Ich weiß, wer ich bin. Das regt mich ja auch auf bei diesen UN-Geschichten allen, die alle immer meine Identität haben wollen oder bestimmen wollen. Da sage ich, hey, das ist meine Aufgabe. So, und jetzt höre ich zu. Was bedeutet identitär für dich? Identitär und die identitäre Bewegung hat mich jetzt auch schon sehr geprägt und macht einen guten Teil meiner Identität und einen Teil meines Lebens aus. Denn es war 2012, als wir die identitäre Bewegung in Österreich gründeten. Die wurde eigentlich in Frankreich gegründet. Und in Frankreich wurde sie sehr rasch populär und wir haben sie nach Österreich geholt. Und im Wesentlichen kann man sagen, die IB ist eine aktionistische, neurechte Jugendbewegung, eine europaweite neurechte Jugendbewegung. Es gibt Gruppierungen über ganz Europa verstreut. Was die IB ausmacht, ist Patriotismus, Liebe zur eigenen Identität und Respekt vor der fremden Identität. Ein wichtiger Begriff dieser Theorie ist Ethnopluralismus, also Ethnos, Kultur und Pluralismus, Vielfalt, eine Vielfalt von Völkern und Kulturen. Das ist aus unserer Sicht der Schatz der Erde und der Welt und für den treten wir ein und das ist der Kern. Und in diesen vergangenen 12 Jahren merkten wir aber, dass alle Ebenen der Identität angegriffen werden. Die Front unter Anführungszeichen heute verläuft ja auch schon bei der geschlechtlichen Identität, wie wir sahen bei Olympia. Also nicht mehr nur die nationale und kulturelle Identität, die Nationalstaaten, die Völker, auch die geschlechtliche Identität, Mann und Frau und die Familie sind mittlerweile massiv unter Kritik und wie wir gesehen haben in der Corona-Krise, sogar der Mensch an sich als Gattungswesen, als körperlich-fleischliches Wesen ist bereits unter Attacke transhumanistischer Herkunft. Das heißt, wir verteidigen unsere Identität auf allen Ebenen, in jedem Bereich, respektieren dabei aber die Identität aller anderen Kulturen und glauben, dass der wahre Gegner, den wir haben als Identitäre, nicht ein anderes Volk, eine andere Kultur, ein anderes Geschlecht ist, sondern das System und diese Bestrebung, einen Weltstaat aufzubauen, alles zu vereinheitlichen und alles zu kontrollieren. Im Wesentlichen geht es also um Freiheit und daher lautet die Parole der IB auch Heimat, Freiheit, Tradition. Okay, aber also jetzt bei deiner Definition verstehe ich nicht, was das mit neurechtem Gedankengut zu tun haben könnte. Das, was du genannt hast, Freiheit, ja? Heimat. Aber ich kann Neurecht kurz definieren. Neurecht ist ein Fachbegriff, ja. Das ist eine französische Theorie und Denkschule, die Nouvelle Droite, halt versucht hat, so in den 70er, 80er Jahren als Antwort auf die 68er patriotische und konservative Ideen hochzubringen. Also der Begriff Rechts ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich meine damit eben, dass es eben aus dieser Denkschule kommt. Ja gut, also wenn ich diese Definition höre, wie gesagt, Freiheit, Heimat und Tradition, was zum Kuckuck, ja, was genau soll daran rassistisch sein? Du hast gerade eben erklärt, dass sowohl dir die eigene Identität ganz wichtig ist, als auch eine fremde. Also das heißt, du hast diesen Respekt für andere Menschen, die andere Traditionen, andere Heimat haben und andere Freiheitsgefühle haben. Muss man ja auch mal sagen, weil wir haben hier nicht immer überall die gleichen Werte. Denn wir haben ja hier ein Problem. Und du hast auch über dieses Problem ja auch ein Buch geschrieben, Remigration, denn in Österreich habt ihr dasselbe Problem wie bei uns. Und es sind ja unheimlich viele
ja, wie soll ich das sagen, Attacken auf die Heimatbewohner sozusagen, die Ursprungsbewohner, die hier leben und auch die, die schon lange aus anderen Ländern hierher gekommen sind, darf man nicht vergessen, weil überall hört man und wir haben ja damals, als dieses Potsdam-Treffen war, wo du ja über dein Buch eigentlich reden wolltest und einige Menschen aus der AfD da waren, einige aus der CDU, ein Riesenskandal von Korrektiv im Grunde heraufbeschworen wurde und auch dieses wirklich manipulative Wort, ja, wie heißt das? Das will ich gar nicht in den Mund nehmen. Von Korrektiv, mache ich auch nicht, so von Korrektiv verwendet wurde, ja. Dann habe ich gedacht, sag mal, was ist hier eigentlich los? Was sollen diese Übertreibungen? Da ist ein junger Mann, ja, der ist irgendwie so Mitte 30, ja, geht auf die 40 zu, will nur sein Leben führen, hat eine Frau und ein Kind, erzählt was von Freiheit und Heimat und Tradition und wird wirklich... Also in Deutschland so schlecht empfangen, wir sind so schlechte zu Gästen so schlecht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir, die ja Gastarbeiter freundlich waren, haben jetzt massive Probleme mit unseren wahrhaftigen guten Gästen, die uns gut gesinnt sind. Jetzt rede ich natürlich so, als ob ich zu euch gehöre, aber das tue ich ja gar nicht, denn ich gehöre nur zu den Menschen, die auch die Freiheit, Heimat und Tradition gerne leben wollen. Also was ist man dann? Bin ich jetzt auch identitär oder bin ich konservativ? Bin ich ein Hippie, der einfach nur Frieden haben will und Freiheit und dich leben lassen möchte und mich leben lassen möchte? Also was haben wir hier für ein Konglomerat? Ich glaube, die meisten Leute sind Identitäre, ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Und ich mag den Begriff auch, er geht für mich weiter hinaus als nur rechts oder Patriot oder Nationalist, Konservativer. Es gibt ja viele verschiedene Begriffe, die wandeln sich im Laufe der Zeit, aber es gibt gewisse Dinge, die immer gleich bleiben, dass man sich für seine Familie einsetzt, für seine Gemeinschaft, aber eben auch versteht, ja, so wie man selber das eigene Land, die eigene Kultur schätzt, so schätzt der andere ebenfalls sein Land und seine Kultur. Das ist der entscheidende Punkt und der entscheidende Gedanke dahinter. Und du hast Potsdam erwähnt, das war wirklich heftig, ja, weil ich war da im November. Und es war wirklich ein schöner Abend, gemütlich, war schon ein bisschen langweilig, man hat sich da ein bisschen beschnuppert, so da der böse rechte Autor, der angebliche, und dort da diese angeblich so bürgerlichen, angepassten CDUler, und von beiden Seiten wurden da Vorurteile abgebaut, glaube ich. Und dann kam diese Recherche hoch und zuerst dachte ich mir, okay, ein bizarrer Artikel, das wird doch niemanden interessieren, und plötzlich war dann die Presse voll, die internationale Presse, Hunderttausende mit nie wieder Plakaten auf der Straße, glauben sie, sind da im Widerstand gegen den neuen Faschismus. Und da habe ich halt gemerkt, die Geister von Corona, die sind immer noch lebendig. Also diese großen Manien, Psy-Op ist ein Begriff, ja, also kognitive Kriegswaffen, mit denen man wirklich gezielt eine Hysterie auslösen kann und bei hunderttausenden Leuten das Denken abschalten. Und das ist bei Potsdam geschehen. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist eine Lüge, das stimmt nicht, und mittlerweile ist das Korrektiv ja auch mehrfach gerichtlich angehalten worden, dazu solche falschen Behauptungen nicht mehr zu verbreiten. Also was sie behauptet haben, stimmt alles nicht. Und dennoch aber konnte man mit dieser Lüge, mit dieser Panikmache, ähnlich wie jetzt auch in der Corona-Krise, Massen auf die Straße treiben. Und tatsächlich ist es leider so, dass für mich natürlich das auch bedeutet, eine gewisse Dämonisierung, die dann dazu führt, dass man keine Räume mehr bekommt für Buchlesungen. Ich habe schon über 82 Bankkonten verloren und Wohnung finden, Kindergartenplätze, all das ist sehr schwierig, wenn man so dämonisiert ist. Also ich glaube, sehr viel wird da von linker Seite, von diesen Menschen, die angeblich gegen Hass sind und für Offenheit und Toleranz, da wird sehr viel auf meine Person projiziert. Es hat aber auch einen Vorteil, genau wie beim kompakten Magazin, also indem sie etwas so radikal dämonisieren und bekämpfen, machen sie es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise bekannt. Und das ist natürlich, weil du vorher erwähnt hast, Leute kennen mich vielleicht nicht. Ja, das stimmt. Das liegt auch daran, dass ich zum Beispiel auf YouTube gesperrt wurde seit vielen Jahren. Ich hatte einen recht großen YouTube-Kanal. Der wurde gesperrt, Facebook gesperrt, Instagram gesperrt und überall PayPal etc. Aber durch diese Dämonisierung, glaube ich, kennen jetzt mehr Menschen als vorher Remigration, Kompakt, Elsässer, und vielleicht auch mich.
Ja, das ist auch gut so, finde ich, denn wir müssen ja wieder dazu kommen, dass wir alle miteinander sprechen. Und vor allem, du hast ja auch kluge Ansätze. Ich meine, du hast ja auch Interesse daran, dass dein Kind und vielleicht weitere Kinder von dir in einer Welt aufwachsen, die sicher ist und die auch schön ist zum Leben, nicht wahr? Und diese Themen, die auch du ansprichst, zum Beispiel Migration oder Geschlechterneutralität oder das Klima oder die Geldpolitik oder auch die Geopolitik. Du bist ja auch irgendwie ein Aufklärer, ja. Du schreibst ja nicht umsonst Bücher. Du machst dir Gedanken, wenn du schon Philosophie studiert hast, ja, dann machst du dir natürlich auch Gedanken. Und wenn ich, wie du das auch gerade gesagt hast, ich habe festgestellt, sie haben immer wieder versucht, dich in eine Ecke zu drängen, aber du hast auch viele Dinge gewonnen. Du hast auch einen Freispruch bekommen wegen Volksverhetzung. Das war wegen diesem Asylheim, ne, was du da gesagt hattest. Da hattest du das verglichen mit unseren Rentnern Den hier. Rentnerputsch, den Genau, Ravioli-Putsch. der Rentnerputsch, und dann hat irgendeiner dich verklagt. Wer hat dich eigentlich damals verklagt? Da hat mich so ein Typ angezeigt, da wurde ich freigesprochen. Ich wurde auch schon vom Vorwurf der Gründung einer kriminellen Vereinigung freigesprochen. Man hat behauptet, ich hätte eine terroristische Vereinigung gegründet. Einreisesperre ist gekippt. Also es gibt, ich bin ständig in einem juristischen Abwehrgefecht gegen solche Lügen. Ist leider so, dass die verbreitet werden, aber ich muss auch ehrlich sagen, meine, und ich glaube auch deine Zielgruppe, sind ja Menschen, die nachdenken. Ja, also die Menschen, die einfach glauben, was in den Schlagzeilen steht, die interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht, weil diese Leute sind sowieso so uninteressant und so manipulierbar. Also Gott sei Dank werden es immer weniger, immer mehr Menschen denken nach und hinterfragen kritisch. Aber die Leute, die weiterklicken, nachlesen, selber sich ein Bild machen wollen, beide Seiten anhören, auch deine, auch meine Seite anhören, diese Leute wollen wir erreichen. Und du hast vorher angesprochen, ja. Mittlerweile muss man auf allen Ebenen, sei es jetzt Gesundheitspolitik, sei es Biopolitik, Transhumanismus, Geopolitik, überall laufen wichtige Dinge ab und wir müssen uns für all das bewusst machen. Insofern, ja, ich bin nicht gerne Philosoph, denn als Philosoph ist man ein Experte für eh alles. Sehr gut. Du kannst also mit jedem über alles reden und das ist doch wichtig. Versuch's. Ja. Also dein Buch, was du geschrieben hast dieses Jahr, ist also mit dem Titel Remigration. Da machen sie dich natürlich gleich ins Hemd und denken, wow, Deportation und was kriegt man da für Bilder im Hirn? Aber es ist so, sie könnten ja auch einfach mal auf die UN-Seite gehen und gucken, was Replacement Migration, ja, auf Englisch bedeutet und auch vor allem diesen UN-Migrationspakt noch mal richtig anschauen von 2015, denn auch Anselm Lenz war ja am Montag bei mir hier und wir haben ganz kurz darüber gesprochen, aber vielleicht sollten wir mal auch mal darüber sprechen. Der Herr Orban zum Beispiel in Ungarn, der spricht jetzt zwar davon, hört mal, die wollen uns hier vermischen und so weiter und so fort, aber Ungarn hat auch den UN-Migrationspakt unterschrieben. Und vielleicht hat der Herr gute Orban das nicht gelesen, wie fast keiner der Länder, die das unterschrieben haben, denn da sind auch wieder, ich glaube, bei den 17 Zielen, ich glaube, es gibt 164 Unterziele und die musst du erstmal lesen. Das bedeutet, das sind auch Tausende von Seiten. Das wird keiner getan haben. Jetzt wachen sie so aber allmählich auf, Schritt für Schritt, und dann kommt jetzt mal einer, wenigstens der Orban, und sagt: Moment, was wollen Sie hier machen? Na, also, wie ist das? Bist du auf den Namen gekommen durch die UN? Ja? Oder bist du selber darauf gekommen? Naja, der Name, der drängt sich ja auf. Ja? Wenn du sagst, es gibt da zu viel illegale Migration, unkontrollierte Migration, ist die Antwort darauf eine Remigration eigentlich auf der Hand liegend. Na, tatsächlich gibt es den Begriff Remigration aber auch schon länger. Wird sogar offiziell, ich glaube, die Stadt Hamburg suchte einen Remigrationsexperten, Rückkehrhilfe für Leute, die heimkehren wollen. So hat sich der Begriff ergeben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, was du auch sagst. Also der globale Migrationspakt, der globale Gesundheitspakt, die globale Welternährungsorganisation, alles soll globalisiert werden. Und die Globalisierung der Migrationsströme ist aus meiner Sicht einer der größten Werkzeuge, um den Nationalstaat, den souveränen Nationalstaat zu entmachten. Ein ganz wichtiger Punkt, um das zu verstehen. Als die Römer ihre Provinzen aufgebaut haben und die Provinzgrenzen gezogen haben, haben sie immer darauf geachtet, auf eine Sache, nämlich
dass dort möglichst viele verschiedene Stämme und ethnische Gruppen zusammen waren und keine die Mehrheit hatte. Teile und herrsche. Eben ähnlich bei Kolonialstaaten in Afrika. Was passierte dann? In diesen Staaten zusammengezwängt, bekriegten sich diese Gruppen und die Römer waren immer der lachende Dritte, der dann die gegeneinander ausgespielt hat, mal diese, mal jene Seite unterstützt hat. Und ich glaube, dass Nationalstaaten damit auch tatsächlich entmachtet werden können. Und erneut eben der Feind und Gegner ist natürlich nicht der Fremde oder der Migrant, der eigentlich, muss man auch sagen, sehr rational handelt, wenn eine Chance nutzt, die ihm geboten wird, sondern das Problem sind unsere Politiker, die offenbar ein Interesse daran haben, sie nennen das Diversity, möglichst fragile, möglichst instabile, multiethnische Vielvölkerstaaten zu schaffen in Europa. Jascha Maunck hat das in den Tagesthemen genannt, ein großes Experiment aus monokulturellen, homogenen Staaten, multikulturelle zu schaffen. Und ich bin der Ansicht, das Experiment ist gescheitert. Wir brauchen jetzt eine Kehrtwende, einen Patriotismus, eine andere Migrations- und Grenzpolitik. Und aus dem Grund habe ich das Buch geschrieben. Ich freue mich auch sehr, dass es viele lesen. Und ich glaube, dass unsere Elite einfach große Angst hat, mit Zensur agiert, weil sie keine Argumente mehr haben. Weißt du, dieses Thema ist sehr kompliziert, Remigration, das ist immer auch, also wenn ich das Wort höre, höre ich natürlich auch Schmerz, ne? Also man, da ist auch Schmerz mit dabei, weil du kennst es ja vielleicht selber, wenn du irgendwo mal ein paar Jahre gelebt hast oder in einer Wohnung oder in einer anderen Stadt oder in einem Land, dass du dann natürlich Freunde hast und du auch nicht weg willst und du vielleicht die Sprache schon kennengelernt hast, dich vielleicht auch integriert hast. Wobei ich denke, dass in diesem Fall, was ich jetzt so schön beschrieben habe, dass ich denke, dass zum Beispiel in einem Land wie Deutschland kein Mensch dich wegschicken würde, wenn du wirklich ein Teil dieser Gesellschaft geworden bist, was ein Automatismus dann sozusagen mit sich bringt, ja, weil du gerne dort lebst und dann wird dich auch keiner wegsperren oder wegschmeißen. Vielleicht solltest du jetzt in unserem Gespräch also nochmal klar machen hier Ja. mit mir, was du wirklich mit Remigration meinst, weil viele denken, Deportation, der will alle rausschmeißen. Bitte sag doch mal, kannst dir auch Zeit lassen? Ganz genau, ja, ich habe die Definition ja in deinem Buch gelesen, aber ich habe jetzt keine Patrone mehr gehabt beim Ausdrucken. Deswegen lasse ich es dich machen. Bitte definier uns doch mal Remigration. Danke, es ist gut, dass ich die Möglichkeit habe, das auch zu definieren, weil natürlich immer gerne ein Strohmann, ein Schreckgespenst aufgebaut wird, um den Leuten Panik zu machen. Also im Wesentlichen ist Remigration Überbegriff für eine Wende in dieser Migrationspolitik, weil aus meiner Sicht eben die Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft in vielen Bereichen überschritten wurde. Aber natürlich bedeutet Remigration nicht wahllos jeden Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Land zu vertreiben. Das sind eben die Strohmänner und Lügen, die aufgebaut werden. Es geht darum, dass ungebetene Gäste, Leute, wie die FPÖ jetzt auch sagt in dem Positionspapier, wo Remigration eine wichtige Rolle spielt, Leute, die das Land kulturell, wirtschaftlich, kriminologisch belasten, diese Leute aus meiner Sicht können nicht dauerhaft hier bleiben. Ich halte das für eine komplette Normalität und Gerechtigkeit. Und es gibt auch sehr viele Leute, die sich angepasst haben, die eben nicht haben wollen, dass Deutschland oder Frankreich oder Österreich komplett überfremdet wird. Und was ich glaube ist, man muss eigentlich Perspektiven vor Ort schaffen. Es braucht Unterstützungen, Aufbauhilfen, damit vor Ort, anstatt dass dort ständig Interventionen, interventionistische Kriege geführt werden, etc., Staatsstreiche unterstützt, braucht es vor Ort Unterstützungen, damit vor Ort Perspektiven entstehen. Also Remigration geht für mich immer Hand in Hand mit Hilfe vor Ort. Abschiebung betreffen natürlich nur illegale Leute, die kein Aufenthaltsrecht haben, selbstverständlich. Und auch, natürlich gibt es auch gerade, das habe ich auch im Buch beschrieben, in dem Bereich von Migranten, Leute, die selber sagen, es reicht, es ist zu viel, es braucht eine Politik der Remigration. Also hier wird natürlich versucht, aus dem Begriff Remigration ein möglichst extremes Zerrbild zu machen, damit dann die Leute abgeschreckt sind. Aber erneut, jeder, der sich informiert, jeder, der sein Buch nachliest, merkt, worum es geht. Das ist ein rationaler, vernünftiger Vorschlag. Und das Ziel einer Remigrationspolitik ist einfach, dass es in 50, in 100 Jahren auch noch ein italienisches Volk, ein französisches Volk gibt, ein belgisches, flandrisches, deutsches, englisches, weil ich halt finde, es wäre schade, wenn diese Kulturen und Länder verschwinden. Genauso wie es schade wäre, wenn die Türkei, wenn Ägypten, wenn Japan
wenn Bangladesch verschwinden würde. Und ich glaube, das ist im Interesse auch aller Völker und Kulturen, dass auch die europäischen Völker überleben und überstehen. Und das ist im Wesentlichen das, was Remigration möchte. Ja, okay, also daran ist ja eigentlich nichts auszusetzen. Jetzt werfe ich natürlich ein, ich bin immer so eine Miss Marple, weißt du, wir kennen uns ja noch nicht so gut, aber weißt du, Eine Miss Marple ist gut, ja, ich so liebe Miss gefällt mir Marple, gut. ja, auf jeden Fall. Ich Ich bin bin ein auch noch. bisschen ein Hercule Poirot manchmal, also es passt dann gut zusammen, ja. Ja, genau. Also, und weißt du, ich habe viel über die UN und so berichtet und da unter anderem gibt es zum Beispiel, weil du gesagt hast, Remigration. Man schickt die also zurück und dann gibt es aber Länder wie Afghanistan oder sowas, die sie nicht nehmen. Aber, ja, das ist ein Problem. Jetzt haben wir ja so zum Beispiel wie in Jordanien diese riesen Flüchtlingscamps mit bis zu 1,5 Millionen Flüchtlingen, die da sind, stuckt. Sozusagen, die sind da und kommen da nicht raus, weil sie zu wenig Geld haben. Das Problem ist, das nennt man auch von ein schreckliches Wort, jetzt, vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber das nennt sich Sustainable Refugee Economy. Also, das, was du vorhast, ist ja verständlich, aber du schickst sie höchstwahrscheinlich, ja, du kannst ja natürlich auch philosophisch weiterdenken mit mir, weil ich weiß es auch nicht, aber wahrscheinlich in die Arme von PayPal, Western Union, Visa und Mastercard, die jetzt schon auf den Schultern der allerärmsten, jedem eine SIM-Karte, ja, deswegen du siehst, ich bin aufgeregt, diese Karten gibt und natürlich braucht jeder von denen Geld und die meisten haben Verwandte in Amerika, in Schweden, in Deutschland, egal wo, Australien und schicken also einmal im Monat vielleicht 100 € oder 50 € aus verschiedenen Regionen und mit jeder Überweisung, mit jedem Telefonat verdienen diese Menschen Geld mit diesen Millionen von Sch den Schwächsten der Schwächsten. Glaubst du, dass das richtig wäre? Ich meine, alleine, dass man mit denen Geld macht, ist für mich eine hochrassistische, von oben herab, ja, also sie verwerten die Allerärmsten für ihre Milliarden und das halte ich im Kopf kaum aus. Deswegen gebe ich das nur als Bedenken mit. Wenn die Ursprungsländer, woher diese Flüchtlinge kommen, wenn wir Afghanistan, Syrien und so weiter nicht bekommen, dass sie sie zurücknehmen, was können wir tun? Ja, guter Punkt, dass du es ansprichst und es auch, wie du richtig sagst, ein extrem zynisches System. Diese ganze Asyl- und Schlepperindustrie, ja, die dieses Elend bewirtschaftet, auch die ganzen NGOs, die genau wissen, dass es keine Lösung ist, aber davon profitieren. Denn Richtig. letztlich muss uns klar sein, wir können die Armut der Welt nicht lindern, indem wir Leute nach Europa holen. So viel Richtig. Platz hat Europa gar nicht, so viel kann Europa gar nicht aufnehmen. Das ist eine Scheinlösung. Das wird uns vorgegaukelt als moralisch, aber ich muss dazu auch sagen, es gibt ja auch einen großen Schaden der Massenauswanderung. Und das wissen viele halt nicht, ja. Das ist ein Brain Drain, genau die jungen Leute, die ihre Heimat aufbauen sollten, werden von uns abgezogen, wenn man sagt, Fachkräfte kommen zu uns. Das ist eine Art demografischer Vampirismus und Diebstahl. Es ist zum Beispiel so, dass bereits im Jahr 2000 75% der Ärzte, die in Mosambik ausgebildet wurden, nicht in Mosambik arbeiteten, sondern im Ausland. Es ist so, dass in Äthiopien 3/4 der Fachkräfte das Land verlassen haben in den letzten 10, 15 Jahren und jede Fachkraft, die Afrika verlässt, zerstört damit 10 Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor. Das ist also ein Ausbluten, ein Brain Drain, der zum Beispiel dazu führt, dass es in London mehr liberische Ärzte gibt als in ganz Liberia. Und natürlich erzeugt das noch weitere Auswanderung. Ich glaube, was man machen muss, man muss konkret vor Ort Perspektiven schaffen. Und ein Vorschlag, den ich auch bringe in dem Buch, wäre, dass man in nordafrikanischen Ländern, wenn die das wollen, da kann man ja große Prämien anbieten, eigene Charter-Cities, freie, autonome Städte aufbaut mit ihrer eigenen Charter, Sonderwirtschaftszonen, wo große internationale Unternehmen steuerfrei produzieren können, wo Menschen in Wohlstand, Sicherheit und Frieden leben können, eine Ausbildung bekommen können. Denn diese, wie du richtig sagst, diese Flüchtlingslager, die für die Ewigkeit eingerichtet sind, aber dennoch ewige Zeltstädte sind, sind falsch. Und man braucht hier, wenn Menschen eben nicht zurückgehen können in ihr Land, man kann natürlich auch anders argumentieren mit den Ländern. Ich glaube, dass hier viel zu wenig getan wird,
um auf die Länder einzuwirken. Die bekommen immer noch sehr viel Entwicklungshilfe. Dann braucht es eine Alternativlösung. Und aus meiner Sicht ist die Alternativlösung, dass man in nordafrikanischen Ländern Land pachtet und dort richtige Bereiche aufbaut, Städte aufbaut mit Wohnungen, Sportplätzen, Ausbildungsstätten, wo Leute was lernen können, was sie in ihrer Heimat wirklich brauchen, wo sie in Sicherheit und Frieden leben, wo es keine Vergewaltigung gibt, keine islamistischen Schlepper, die sie erpressen. Und zugleich aber den Leuten klargemacht wird, nee, illegal nach Europa, das funktioniert einfach nicht. Und wenn du das machst, dann wird die gesamte Schlepperindustrie zusammenbrechen, es ertrinkt niemand mehr im Mittelmeer und weißt du was, die Kosten dafür vor Ort, derartige Strukturen zu schaffen, die sind viel, viel geringer als hier in Europa das Geld, das wir hier rauswerfen für diese riesige Asylindustrie, die jetzt ohnehin zu nichts führt. Und das wäre ein Vorschlag in meinem Buch. Ich habe auch gesagt, dass zum Beispiel linke NGOs, die ganzen Seenotretter, respektive Schlepper, die können dann dorthin gehen und können dort freiwillig helfen und unterstützen und würden wirklich etwas Positives beitragen. Das wäre mein Vorschlag oder ein Teil meines Vorschlags. Und ja, auch das, glaube ich, wird langfristig als Alternative, als progressive Idee sich durchsetzen. Ja, ich denke, dass die Tendenz, ich setze ja schon seit circa 5 bis 7, naja, schon 7 Jahre oder so auf die Afrikaner, ja. Weil die Afrikaner sind doch noch sehr von ihrer Tradition und so sehr nah an, sehr erdgebunden, sehr nah an der Natur, noch. Aber die sind auch sehr weit fortgeschritten, weil sie ja schon seit Jahrzehnten jetzt auch inzwischen mit China arbeiten. China macht große Hochhäuser dort, schöne, neue, moderne Brücken und so weiter, schon seit bestimmt 25 Jahren. Und denen geht es immer besser. Aber was mir gefällt an Afrika, an diesem Land, ist, dass sie langsam so die Banken der Amerikaner abschütteln, auch die ganzen NGOs verlassen und eher sich Richtung BRICS oder Russland und China stellen. Und das sieht langsam besser aus. Also die bemerken und sie sagen auch teilweise die Länder, sie möchten keine Entwicklungshilfe mehr, weil dieses von oben herab, das ist das, was ich ja dauernd sage, dass Menschen, die so große Unterschiede dauernd hervorzeigen, ja, so wie die Linken, die sich so nennen, links, aber die immer sagen, jetzt sei doch mal gut zu einem Ausländer, jetzt sei doch mal gut. Und dann sagen sie, ich meine, ich bin selber Migrantin, ich bin aus Rumänien, aber trotzdem, wenn mir einer sagt, ja, du, ich habe auch einen türkischen Freund, dann denke ich, du scheiß Rassist, hau ab. Du musst mir nämlich nicht sagen, dass du einen türkischen Freund hast, weil mich das nicht interessiert. Also, Rassist würde ich nicht sagen, ich würde einfach sagen Heuchler. Peinlicher Heuchler, ja. Du glaubst, du hast also einen toten Freund und so weiter und so fort, ja. Das ist lächerlich. Diese Leute sind auch völlig fixiert, ja, auf diese Fragen, auf den Unterschied. Sie sind auf den Unterschied fixiert. Ja, ja, und sie sind auch aus meiner Sicht völlig neurotisch, ja. Weil dass es verschiedene Kulturen und Völker gibt, ist völlig klar und logisch, ja. Das zu leugnen ist peinlich und man muss einfach damit umgehen und man muss einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, es ist vollkommen logisch, dass wenn man hier so massenhaften Zuzug hat, wenn verschiedenste Leute urplötzlich da aufeinander prallen, dass es da Konflikte gibt, also das ist war vorherzusehen. Und ich glaube, dass wir endlich eine tabulose, aber seriöse und unaufgeregte Debatte über das Thema brauchen. Zu Afrika, was ich sagen wollte, ja, dass gerade in gewissen afrikanischen Staaten endlich langsam eine Mittelschicht entsteht, ist ja genau das, was durch diese massenhaften Auswanderungsströme und die Rücküberweisungen unterbunden wird. Denn wenn die ganzen afrikanischen Länder von europäischer Entwicklungshilfe und Rücküberweisungen leben, in Eritrea haben Rücküberweisungen über Western Union, du hast vorher erwähnt, zeitweise ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht. Da setzt man ganze Länder auf Hartz IV und dann entwickelt sich dort gar nichts. Dort gibt es gar keinen Fortschritt, keine eigene Industrie, nichts. Und insofern glaube ich, dass Remigration und Perspektiven schaffen vor Ort auch im Interesse von Herkunftsländern ist. Weil meine Welt, meine Vision ist eine Welt, in der die Leute in ihrer Heimat menschenwürdig leben können. Denn letztlich will kein Mensch sein Heimatland verlassen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Am Endeffekt würde jeder lieber in seiner Heimat besser leben können, als sich auf irgendeine große, lange Reise machen. Aber die globale Entwurzelung von Menschen, die ständigen Ströme von Waren, Information, Geld und Humankapital, also menschlicher Ware um den Globus, sind gewünscht, sie sind gewollt und sind aber etwas, worunter die einfachen, normalen Menschen insgesamt aus meiner Sicht leiden.
Ja, also viele sehen halt nur eine Seite. Und ich habe damals 2015 ja auch über diesen UN-Migrationspakt aufgerufen, auch sich darüber zu informieren, damals, als es so neu war. Weil ich habe gesagt, genau was du jetzt als Argument gebracht hast, es ist weder für die Bürger aus dem jeweiligen Land gut, noch ist das gut für die, die gekommen sind. Das heißt, wir alle werden benutzt und jetzt bist du soweit mit Afrika, aber du hast diese Sachen erwähnt. In Rumänien gibt es in der Stadt, wo ich gerade jetzt ein halbes Jahr immer bin, nicht mal einen Herzspezialisten. Die sind alle in Schweden, in Dänemark, in Deutschland, in Großbritannien, aber alle gut ausgebildeten jungen Facharbeiter, wie man sie so nennt, sind alle im Ausland. Und diese Rücküberweisung, also Rumänien lebt fast von 46% aus dem Ausland, nur Überweisungen. Und das Gage ist auch, ganze Mütter, ja, sehen ihre Kinder ihr Leben lang nicht, weil sie nur in Europa als Reinigungsfachkräfte oder Pflegekräfte arbeiten. Und seit den 1990er Jahren hat Bosnien-Herzegowina 24%, Serbien 9%, Kroatien 15%, Bulgarien 21% und Rumänien 18% der Bevölkerung eingebüßt. Und dabei eben primär junge Männer. Und auch das aus meiner Sicht, ich nenne das demografischen Vampirismus. Ja? Wenn wir ein Problem damit haben, weil unsere eigenen Leute keine Kinder mehr kriegen wollen, dann müssen wir doch verdammt nochmal sagen, was ist in unserer Gesellschaft so Kinder-, Familien- und frauenfeindlich und auch väterfeindlich, dass die Leute keine Kinder bekommen. Und dann müssen wir das Problem angehen und lösen und nicht einfach Menschen ins Land importieren. Das ist für mich eine Scheinlösung. Also diese Massenmigration löst nicht das Problem der Massenauswanderung. Sie macht die Länder nicht reicher, sondern sogar ärmer, perspektivenärmer. Und sie löst auch nicht unser Problem der Überalterung, sondern schafft neue Probleme. Und aus meinem Grund ist diese ganze Migrationspolitik da vollkommen irrational. Sie ist menschenfeindlich, völkerfeindlich. Und ich glaube eben, dass Remigration ein rationalerer und besserer Vorschlag ist. Nicht nur für uns, sondern auch für andere Völker und letztlich für die ganze Welt. Also ich denke, dass du auch ein Mensch bist, der bereit ist, über diese Theorie, denn auch die Remigration ist eine Theorie, die man in Angriff nehmen kann, natürlich auch sprechen möchtest. Ne? Aber du wirst ja dauernd unterbunden. Deutschland hat versucht, dir die Einreise sozusagen nicht zu erlauben, wurde aber vom Gericht irgendwie gekippt und wir dürfen dich als Österreicher doch in Deutschland wieder begrüßen. Aber jedes Mal, wenn du hier zum Beispiel irgendwo liest, du warst, glaube ich, in Marburg und wie hieß der andere Ort, wo die da mit dem SEK reinkamen? Pforzheim, Neulingen bei Pforzheim, also Saarbrücken, ja. Also du hast völlig recht, die sind komplett verrückt, ja. Ich weiß auch nicht, was sie gegen mich haben. Ich glaube, die Linken sind wahrscheinlich ausländerfeindlich und mögen keine Österreicher, ja. Aber, das ist es. Also die Einreisesperre war schon mal ein Blödsinn der Sonderklasse. Die ist natürlich gekippt worden, ja, von meinem guten Anwalt Dubravko Mandic, der das sehr, sehr gut gemacht hat. Und dann habe ich eine Lesereise gemacht. In Marburg ist die Stadt Kopf gestanden. Der Bürgermeister hat alle Wirtshäuser angeschrieben und Konferenzräume, dass wir da drei abgesagt haben. Wir haben es trotzdem geschafft. In Pforzheim wurde die Lesung gestürmt von der Polizei mit so Helmen, ja, von Robocops, die mir dann einen Platzverweis gegeben haben. Und in Saarbrücken gab es dann diese Lüge, ich hätte einen Hitlergruß gemacht, was nicht ein völliger Schwachsinn ist. Ja, fällt mir im Traum nicht ein. Das heißt, die sind wirklich sehr, sehr hysterisch und haben panische Angst. Ich muss ehrlich sagen, mich reizt das sogar noch mehr und ich plane jetzt schon die neue Lesereise. Ja. Ich meine, du hast ja auch einen Spaß daraus gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich hier ein paar Ausschnitte dann auch mal rein mache. Und zwar, als das kam, hast du gesagt, na, werden wir mal sehen. Da bist du, glaube ich, in Passau, oder? Über die Grenze. Und da hast du gesagt, mal gucken, halten die mich an? Und vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wie die Reaktion der Polizisten waren, weil die wussten gar nicht, was sie tun sollten, oder? Ja, da habe ich mir einen Spaß gemacht, als das Ganze so unklar war. Und zwar habe ich so getan, als würde ich in Passau über die Grenze fahren, habe das Video aber vorher aufgenommen und habe dann einen Livestream gemacht, dass ich in Passau über die Grenze fahre. Die Polizei stand verzweifelt an der Grenze, Spiegel TV, um mich aufzuhalten, haben jedes Auto mit einem dunkelhaarigen Österreicher aufgehalten. Liebe Infodirektion, ich stehe wieder einmal hier in Passau an der Grenze, weil Martin Sellner angekündigt hat, dass er heute, so wie am 29. Jänner, wieder über Passau hier nach Deutschland einreisen möchte. Auf alle Fälle stehen jetzt hinter mir noch Polizisten und das Spiegel TV-Team mit 4 Mann und warten. Vorhin hat der Spiegel TV-Kameramann noch in jedes
Auto aufgeregt hineingefilmt. Jetzt macht er das nicht mehr. Das ist das erste Mal, dass sie hier wirklich Grenzkontrollen sieht, wo die Polizei auch tatsächlich Autos aufhält und hinein sieht. Normalerweise steht schon öfter ein Polizeiauto hier, das steht aber weiter Richtung Passau und da sitzt halt nur ein oder zwei Polizisten sitzen da drinnen und die halten aber niemanden auf. Also da haben die Polizisten offenbar wirklich nur einen Blick in die Fahrerkabine geworfen, ob da jemand drinnen sitzt, der Martin Sellner ähnlich sieht. Nachdem das nicht der Fall war, war ihnen auch egal. Ja, mir ist bewusst, das ist vermutlich das langweiligste, unspektakulärste Video, das wir jemals bei InfoDirect gebracht haben. Es ist aber trotzdem ganz lustig gewesen, hier vor allem der Auftritt von Spiegel TV. In Wirklichkeit bin ich aber über das Erzgebirge in der Nacht mit Hilfe von Paul Klemm von Kompakt und dann mit einer Simme, also einem alten Moped, weitergefahren nach Chemnitz. Da habe ich dir ein bisschen ein Stippchen geschlagen. Ich bin auch schon mit dem Schlauchboot über den Bodensee gefahren. Also ich werde da sehr, sehr kreativ und suche nach den besten Flucht- und Schlepperrouten nach Deutschland. Ja, also auf eine gewisse Art und Weise versuche ich das auch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Denn ich glaube, eine der besten Waffen, die wir haben gegen diese Dämonisierung und Repression, ist der Humor. Also wir dürfen uns niemals verhärten lassen. Das singt ja auch Wolf Biermann. Du lässt dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir auf diese Radikalisierung und Eskalation von oben immer mit einer Prise Humor reagieren. Hm. Ja, da hast du recht. Ich möchte dich aber noch mal was fragen. Ich meine, diese Idee, ja, Europa zu zerstören, ist ja schon ziemlich alt. Und viele sagen, es gibt verschiedene Pläne, die da gemacht wurden. Anfang des letzten Jahrhunderts war das ja dieser Kudenhove-Kalergi-Plan, der von einer Mischrasse geredet hat, die er gerne in Europa sehen würde. Ja, der Einheitsmensch, so hatte er das genannt. Und er hatte diese Pan-Europa-Union 1922 gegründet und übrigens das paneuropäische Frühstück fand ja in Ungarn 1989, da bist du glaube ich geboren, 89, da war ich junge 18 Jahre alt, ja, als die Mauer gefallen ist, 17, ne, knapp 18 und da gab es dieses paneuropäische Frühstück. In Ungarn. Kannst du dich erinnern an die Bilder, wo die aus den Autos gestiegen sind, die DDRler, und gerannt sind und ihr Auto stehen gelassen haben und in die Freiheit gerannt sind, in die westliche Freiheit. Und das war organisiert von dieser Paneuropäischen Union. Und die haben diese Idee von einer Mischrasse in Europa schon vor also über 100 Jahren gehabt. Was hältst du? Glaubst du, dass dieser Plan von damals, weil viele sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, dass dieser Plan von damals schon ein bisschen Fuß gefasst hat bis heute? Ja, also ich glaube schon, dass es sicher schon immer wieder Bestrebungen gab in Richtung Globalismus, Weltstaat, Auflösung der Völker und Kulturen. Ob das jetzt wirklich konkret dieser Plan war, kann man drüber streiten. Also Kudenhove hat ja verschiedenste Ideen gehabt, war glaube ich, ein bisschen ein Exzentriker. Ja. Aber es ist natürlich schon interessant, wenn man dann solche Textstellen liest und liest, was gerade heute geschieht. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es einen großen Masterplan gibt, auf den man alles zurückführen kann, diese eine verantwortliche Gruppe. Sondern ich glaube, dass ja viele Interessen und viele Interessensgruppen leider zusammenspielen. Das macht es nämlich auch wesentlich schwieriger, dagegen vorzugehen. Also ich glaube, dass oft auch manche Leute, die dann wirklich immer versuchen, wer steckt dahinter, der steckt dahinter, die stecken dahinter, ist der Schuldige und das der Plan, sich oft ein bisschen verrennen können, ja, weil es wird ja zum Beispiel behauptet, der Bevölkerungsaustausch findet nicht statt. Das ist eine Verschwörungstheorie. Was meinen die damit? Die meinen damit, der Bevölkerungsaustausch als eine seit hunderten Jahren geplante geheime Strategie, um die Völker auszutauschen, der ist widerlegt. Na gut, aber der Bevölkerungsaustausch, was ich damit meine, ist einfach die Ersetzungsmigration und die Tatsache, dass die Völker ausgetauscht werden. Warum das genau passiert, wer genau dahinter steckt, wer das genau betreibt, ist meiner Sicht offen zur Debatte. Es gibt verschiedene Theorien und Thesen, aber ich glaube, wichtiger als darüber nachzugrübeln und nachzudenken, ist einfach konkret direkt Antworten und Lösungen zu finden, weil ich glaube, dass man sich sonst auch ein bisschen angreifbar macht. Sprich, ich glaube, dass man hier sich vor allem fokussieren muss auf die Tatsache, wie man produktiv damit umgehen kann. Was du beschreibst, ich finde das sehr schön, da fällt mir ein Zitat ein, von dieser, wie du meinst, sie liefen darüber, haben die Mauer rübergelaufen und gedacht, sie sind in der Freiheit,
aber die Deutschen bekamen nicht mehr Freiheit, sondern nur mehr Auslauf. Sprich, man hat dann einfach ein bisschen mehr Auslauf bekommen, konnte nach Mallorca Urlaub fahren und mehr konsumieren, Bananen kaufen, diverse andere Konsumsorten in den entscheidenden Punkten, aber nämlich Geschichte, Identität, Migration, da gab es nach wie vor Dogmen. Und das ist, glaube ich, jetzt etwas, das mit so 30 Jahren Verspätung gerade den Leuten in den neuen Bundesländern Osten bewusst wird, dass sie vom Regen in die Traufe, dass sie von einer totalitären Struktur in die andere geraten sind und dass es wieder enge Meinungskorridore gibt. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und deshalb braucht es auch, wie Jürgen Elsässer immer wieder sagt, eine neue demokratische Wende. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, weil du vorhin also diese Zukunftsideen hattest mit diesen freien Städten, die du für Nordafrika gesehen hast. Ich würde die gern auch mal hier in Europa sehen. Also kannst du vielleicht da ein bisschen mehr drauf eingehen, auf diese Idee, weil die finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Ja, also die Idee ist generell, das nennt sich so Charter City oder freie Privatstädte. Die gibt es eigentlich, kommt eher aus der libertären Richtung. Ist halt die Frage, ob man das Ganze in Europa einrichten kann, ob Staaten das zulassen würden. Da bin ich nicht ganz so optimistisch, weil das, was die Staaten ungern machen, ist Kontrolle aufzugeben. Aber wenn so etwas natürlich in Nordafrika erfolgreich wäre, ja, oder in anderen Bereichen, dann könnte so etwas natürlich auch mehrfach entstehen und umgesetzt werden. Der Gedanke ist, dass hier wirklich so wirtschaftliche, steuerfreie Zonen entstehen, Städte, wo die Leute sich selber ihre Verfassung geben können auf eine gewisse Art und Weise. Finde ich eine interessante und spannende Idee, und ich glaube, dass eben solche gepachteten Regionen in Nordafrika eigentlich der ideale Testlauf dafür wären. Wenn es dann wirklich attraktiv ist, wenn Leute merken, hey, das ist passt, ja, wer weiß, was daraus entstehen kann. Aber ich kann nur Leuten empfehlen, das nachzugoogeln. Da gibt es auch viele Ökonomen, die das fordern, sogar Flüchtlingshilfeorganisationen, die sagen, wir sitzen hier seit Jahrzehnten in Zeltstädten, es geht nichts weiter, wir brauchen jetzt endlich mal richtige Strukturen. Und ich glaube, dass wirklich alle deutschen Europäer bereit wären, das Geld, das sie hier vergeuden für Asylindustrie etc., in den Aufbau solcher Strukturen zu stecken, die vor Ort wirklich Perspektiven schaffen und wirklich helfen. Na, wir werden sehen. Ich meine, im Moment ist die Lage ziemlich chaotisch überall. Sie kriegen natürlich auch unheimlich viel Geld pro Kopf Einwohner, ne, bei den Banken abends. Also das ganze System ist einfach so irre, wenn man überall reinguckt, dass man sich schon fragt, wo soll man da eigentlich beginnen? Okay, dein Thema ist natürlich diese Migration. Was ist dir da am allerwichtigsten? Oder hast du Ängste, was das anbetrifft für die Zukunft, wenn mehr Migration stattfindet? Welche wären das? Welche Ängste hast du? Ja, ich habe Sorgen. Also Ängste ist ein Begriff, das klingt oft irrational, emotional, Bauchgefühl. Ich habe schon ganz konkrete Sorgen, denn ich meine, du merkst es ja jetzt schon in Deutschland, Österreich, Frankreich, ständige Messerangriffe, Terrorgefahr. In Wien ist ein Terroranschlag auf ein Konzert verhindert worden gerade noch. Und du kannst ganze Bereiche von Städten gar nicht mehr betreten, weil sie fast schon zu Kriegsgebieten geworden sind. Das klingt reißerisch, ist aber leider Realität. Meine Frau traut sich selber in viele Teile von Wien abends nicht mehr auf die Straße, teilweise sogar gar nicht tagsüber. Und du kannst oft, wenn du dir überlegst, welche Schule schicke ich mein Kind, welchen Spielplatz, welches Freibad, entscheiden sich viele Einheimische auch dafür, gar keine Kinder mehr zu bekommen. Also diese Überfremdung drückt sogar noch mehr auf die Geburten und sorgt für noch größere Kinderarmut. Und meine größte Sorge aber ist, dass irgendwann, zum Beispiel auch über eine Ersetzungsmigration aus islamischen Ländern, ein so starker Wählerblock da ist, dass irgendwann, zuerst in Städten, zuerst in Ballungsräumen, aber irgendwann in ganzen Bundesländern, Islamparteien oder irgendwelche anderen fremden Parteien an die Macht gewählt werden und dann die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, die Schweden die demokratische Kontrolle über ihre Heimat verlieren. Und das ist aus meiner Sicht die größte Gefahr, dass irgendwann dann durch so, ich nenne es die ethnische Wahl, also solche Wählerblöcke, einfach man gar kein Selbstbestimmungsrecht mehr hat und auch an der Wahlurne keine Wende eingeleitet werden kann. Und das ist aus meiner Sicht ein Punkt, auf den wir uns rasant zubewegen. Und in England ist es zum Teil schon erreicht, und davor muss gewarnt werden und das muss abgewendet werden.
Ja, ich meine, da geht es ja auch wirklich um die Identität. Und da sind wir wieder bei dem Namen. Ja, ich meine, genau. ich wollte auch noch mal, vielleicht kannst du noch mal, vielleicht für die Zuschauer und mich, den Unterschied zwischen libertär und identitär, denn das hat doch relativ viel miteinander zu tun, wobei die Libertären mehr auf Kapitalismus, glaube ich, aus sind als jetzt die Identitären. Kannst du da kurz noch mal deine Art von Definition dazu geben? Ja, sehr gerne. Also libertär, das Gegenbegriff, sagen wir mal sozialistisch, sind wirtschaftspolitische Ausrichtungen. Und wir als Identitäre stehen aber über diesen Fragen. Das heißt, wir haben keine dogmatische wirtschaftspolitische Ausrichtung, sondern wir sagen, es kann sein, dass in gewissen Bereichen und Phasen freier Handel oder eher libertäre Lösungskonzepte richtig sind. Aber es kann auch sein, dass eben in anderen Aspekten und Gebieten auch mal solidarische, ja, sozialistische Dinge angewandt werden müssen. Sprich, wir lehnen den Dogmatismus von sozialistischer und von libertärer Seite ab. Ich glaube, dass ein reiner, überbordender Sozialstaat ebenso kritisch zu betrachten ist wie die Abschaffung des Staates, wie das manche Libertäre sehen. Insofern würde ich sagen, dass es libertäre Identitäre gibt, eher solidarisch, sozial eingestellte Identitäre, weil eben das Volk, die Identität, die Demokratie steht über diesen Fragen und Aspekten. Und wir sagen, die Identität ist die Basis dafür, dass wir überhaupt solche Debatten haben können, dass wir uns überhaupt fruchtbar streiten können und dass es einen Wettbewerb der Ideen gibt. Das Wir-Gefühl oder wie Böckenförder gesagt hat, die homogenitätsverbürgende Kraft, die erst die Basis des Staates darstellt. Ich würde also sagen, Identität steht über diesen unterschiedlichen Aspekten. Das ist doch mal schön erklärt. Jetzt weißt du, so langsam kapiere ich es auch nach so vielen Jahren. Ja, ich beschäftige mich ja damit, aber ich denke mal, ich zum Beispiel mache keine Kategorie. Ich möchte keine Kategorie, denn ich möchte immer frei mich weiterentwickeln, ja, und auch deine Ideen mit reinbringen in meinen Kopf und die anderen Ideen und dann gucken, wo ich dann rauskomme. Das sollte eigentlich jeder meines Erachtens machen, damit er nicht irgendwelchen Rattenfängern, wie die Linken immer so schön sagen, hinterherrennt. Ja. Identität. Wir bleiben bei dem Namen Identität. ID 2020, hast du bestimmt schon mal gehört, ja, die Identität. Inclusive Capitalism. Weil, weißt du, wenn wir jetzt anfangen, es ist gut, sich mit der Idee der Remigration jetzt schon zu beschäftigen. Noch sind wir aber gerade in der absoluten Gegenbewegung. Das heißt, jemand versucht hier, alle auf der Erde, ja, in Systeme reinpressen. Und darum geht es ihnen eigentlich. Das ist meine Theorie, meine persönliche Verschwörungstheorie, nachdem ich mich über 10 Jahre damit beschäftigt habe. Wie siehst du das mit diesem ID 2020, mit der Identität, mit diesem inklusiven Kapitalismus? Was hältst du davon? Das ist auch ein guter Punkt. Also du hast völlig recht. Ein Grundzug dieser Neuzeit, auch der Aufklärung und auf eine gewisse Art und Weise eben heute dieses Globalismus, ist es, alles zu systematisieren, zu kategorisieren, zu erfassen, ja, am besten Fall sogar zu chippen, damit du dann die totale Übersicht mit Big Data, mit künstlicher Intelligenz und dann die totale Kontrolle hast. Das ist ein Kontrollwahn. Und ich glaube aber, dass ich verstehe diesen Reflex, gar keine Systeme mehr. Ich glaube aber, dass das nicht funktioniert. Weil der Mensch braucht Ordnung und Struktur auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, dass das, was uns schützen kann vor diesen großen, niemand verantwortlichen globalistischen Strukturen, sei es Konzerne oder andere supranationale Organisationen, das ist aus meiner Sicht schon der Nationalstaat, der auch nicht perfekt ist, der auch Probleme hat, Korruption und der sicher auch für den Einzelnen oft unangenehm ist. Aber er ist eine politische Instanz, in der zuletzt das Volk schon noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat und der stark und groß genug ist und relevant genug ist, in Verbindung mit anderen Nationalstaaten, als Föderation, als Reich vielleicht sogar, ja, dann solchen Kräften Widerstand zu leisten. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum der Globalismus, globalistische Bestrebungen versuchen, genau diese souveränen Nationalstaaten oder größeren Gebiete und Blöcke, du hast vorher die BRICS angesprochen, aufzubrechen, damit sie die Gegenspieler aus dem Weg räumen. Und ich glaube, das Einzige, was diesen Fortschritt ins Grauen, eine total kontrollierte, transhumanistische, welteinheitliche
gleichgemachte Weltstruktur, ein Weltsystem, was dem im Weg steht und was es langfristig unterbinden kann, ist ein starker Nationalstaat oder sind große föderative Gebilde aus Nationalstaaten. Deshalb glaube ich, wir brauchen ein System, aber wir brauchen ein gerechtes System, ein transparentes System, ein System, in dem das Volk selber bestimmen und entscheiden kann. Und das, würde ich sagen, ist im Wesentlichen, was Identitäre wollen, politisch. Gut, aber diese Schlagworte, die du gerade jetzt nacheinander gebracht hast, die könnten jetzt von der SPD sein, die könnten von der Grünen sein, die könnten von der, die, weißt du, das sind Worte. Aber ich sage halt, die Basis dafür ist das Volk. Und diese Leute verwenden diese Worte, aber sie sagen nicht, was die Basis dafür ist und sie bauen die Substanz und die Grundlage und die Möglichkeitsbedingungen davon täglich ab. Also ich sage, wenn diese Leute diese Worte verwenden, dann tun sie das heuchlerisch und verlogen. Aber in einem gebe ich dir absolut recht. Also in der heutigen Zeit würde ich auch die Nationalstaaten bewahren, alleine aus dem einzigen Grund, weil die Bestrebungen da sind, alle einheitlich zu machen. Und dagegen wehr ich mich innerlich, weil ich diesen Individualismus sehr wohl schätze. Ja. Und weil ich vorhin gesagt habe, keine Systeme mehr. Das, was du vorgeschlagen hast mit diesen kleinen Zentren, ja, da gibt es aus sich heraus erwachsende politische Systeme, die herauswachsen sozusagen aus dem Volk, ja, und die sich dann selber diese Verfassung geben. Wir in Deutschland haben ja, du weißt, das Problem mit dem Grundgesetz und mit der Verfassung, da reden wir vielleicht noch in 2000 Jahren darüber wahrscheinlich in Deutschland. Aber sowas finde ich zum Beispiel sehr spannend, ja, weil diese bunten Ideen, ja, guck mal, in Deutschland hieß es immer, wir sollen doch so bunt sein. Wir wollen bunt sein. Aber die lassen uns ja nicht. Sie wollen bunt sein, indem sie alle vereinheitlichen. Und dann noch so verrückt, dass sie irgendwelche Traditionen, die von ganz woanders herkommen, Religionen und so weiter, einfach in einen Topf reinschmeißen. Und das ist hochgefährlich. Ja. In einem Land wie Rumänien, wir haben 400 Jahre gegen die Moslems gekämpft. Also die haben uns umgebracht, die Frauen vergewaltigt, uns gezwungen, uns zu unterwerfen, bis nach Wien, zu euch, nach Österreich, bis nach Wien, bis wir sie alle wieder nach hinten geschoben haben, wo sie hingehören, so zu sich sozusagen. Und seitdem war ja auch Ruhe und Frieden. Und jetzt kommt eine Gegenbewegung, die das wieder anfacht. Und jetzt kommen Menschen ins Gefängnis, heutzutage wie unser bekannter Aufklärer und Humorist Schlomo Finkelstein, der also sozusagen im Knast sitzt für was genau? Weil er irgendwas Religiöses verhöhnt hat? Ich meine, 2024. Die meisten wissen nichts vom Vatikan, obwohl der immer noch bis heute so viel Macht und Kraft hat in diesem System. Aber quatschen ein Bullshit daher. Und dann, wenn einer mal humoristisch das mal angreift und noch nicht mal so schlecht wie der Böhmermann, ja, sondern wirklich lustig, dann wird er in den Knast gesetzt. Okay, er hat die Fristen nicht eingehalten, egal, ja. Aber dass man überhaupt in den Knast kommt, weil man einfach was sagt gegenüber einer anderen Religion, und das im Jahre 2024, finde ich so absurd, Martin, dass ich gar keine Worte mehr dafür habe. Du kennst Schlomo, oder? Ja, der wurde auf der Straße verhaftet, von der Straße weg, ja, eingesperrt, weil er Videos gemacht hat. Und das ist pervers. Und da merkt man einfach, wir leben in keiner normalen, funktionalen Demokratie mehr. Punkt. Und du hast vorher angesprochen, Rumänien, die vielen Länder auch in Osteuropa, in Südosteuropa, die haben auch eben unsere Identität immer verteidigt. Und da gibt es von Skanderberg, Stefan Celmare, es gibt so viele Nationalhelden dort auch. Die, Stefan Celmare, der große Stefan, ja. Ja, die jahrhundertelang gekämpft haben, ja, um diese Identität zu halten. Und das ist für mich auch, weil ich vorgesagt habe, heimatfreie Tradition, unsere Tradition. Wir haben ein Recht darauf, unsere Identität und Kultur zu erhalten. Und wir Europäer sind auch Menschen, die unsere Freiheit schätzen, unsere Identität und Kultur. Und die wird heute aber weniger jetzt von außen bedroht als von innen, von unseren politischen Eliten selber, die uns das freie Wort nehmen. Und ich glaube, Remigration, eine Wende der Migrationspolitik, auch eine Wende in geopolitischen Bereichen, kann es nur geben,
wenn es das freie Wort gibt und Meinungsfreiheit. Und das ist genau der entscheidende Verlauf jetzt des Kampfes. Die Feinde der Freiheit, die Zensoren und die Leute, die für offenen Dialog und offene Debatte sind. Von Kompakt über Einreisesperre bis hin zur Inhaftierung von dem YouTuber, der vulgären Analyse, überall versuchen sie zu zensieren. Und wir, unsere Seite, wir sind für die freie Debatte. Und da müssen wir auch sagen, bin ich sehr dankbar, dass es eben X gibt, Twitter, Elon Musk, ja, der ist ein echter Vorkämpfer für das freie Wort geworden, auch wenn man viel an ihm kritisieren kann. Man sollte niemanden, zum Gott erheben, aber hier tut sich auch einiges und die Gegenkräfte, die für eine freie Debatte stehen, werden Gott sei Dank auch täglich stärker. Sag mal, kennst du Shlomo persönlich? Ich habe ihn schon mal getroffen, ja. Und weil er heißt ja Aaron und Aaron ist ein jüdischer Name. Und er ist ja anscheinend Antisemit, wird er genannt von Korrektiv und so. Wo. Naja, also, aber Aaron ist eigentlich ein jüdischer Name. Er ist weder ein, was ich eben weiß, weder jüdisch noch islamisch noch sonst was. Er heißt einfach so und er wird als Antisemit dargestellt, musst du dir vorstellen, weil er hat sich selber Shlomo Finkelstein genannt, weil aufgrund seiner islamkritischen Videos, die er früher gemacht hat, haben viele gemeint, er sei ein Jude, weil er halt so gegen den Islam sei. Mhm. Und er hat sich dann darüber lustig gemacht. Überhaupt sein ganzer Kanal ist einfach ein satirischer Kanal. Er hat einen unglaublich guten Humor, der auch für junge Leute auch ansprechend ist. Er übertreibt oft. Im Wesentlichen kann man sagen, was halt die heute schon extra drei machen, gegen die AfD, gegen Deutsche und gegen Patrioten. Das hat er gemacht, Shlomo, in seinem YouTube-Kanal, ganz alleine, aber wesentlich lustiger, gegen Linke, gegen Multikultus, gegen Islamisierung. Nur mit dem Unterschied, die einen kriegen dafür Millionen an Staatsgelder und kriegen Preise, werden überhäuft mit Ehrenabzeichen und er kommt dafür ins Gefängnis. Und das ist der Doppelstandard in Deutschland. Da hast du einiges Richtiges gesagt. Sag mal, was sind deine nächsten Pläne? Lässt du dich von Deutschland nochmal so unterbuttern oder kommst du immer wieder über die Grenze? Ja, die Frage ist, wer da wen unterbuttert hat. Ich finde ehrlich gesagt sogar, dass es eher umgekehrt war. Dank dieser unfreiwilligen Werbemaßnahmen sind die Buchverkäufe von meinem Buch auch wieder in die Höhe gegangen. Also ich danke herzlich der Stadt Marburg, der Stadt Pforzheim und der Stadt Saarbrücken. Aber ich komme auf jeden Fall wieder. Ich bin gerade dabei, Masterpläne zu schmieden, wie ich solche Sprengungen umgehen kann. Und ich möchte auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr wieder eine ausgedehnte Lesereise durch Deutschland unternehmen. Ich bin für sichere Grenzen und Grenzschließungen für illegale Migration, aber ich bin für Lesereisefreiheit, für offene Grenzen, für Debatten und für ein Ende aller Brandmauern. Mensch, das ist eine richtige Friedensrede, die du hier hältst. Ach, eins habe ich noch ganz vergessen, bevor ich dich verabschiede. Bitte erzähl uns doch mal, wie es beim Nord Stream 2 war. Du warst doch dort vor Ort und das finde ich großartig. Ich meine, du wolltest wenigstens, du hast ja Nord Stream 2 besetzt, ne? Am 29.08.22. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie es war und auch wie die Polizei reagiert hatte? Ja, das war eine coole Aktion. Das war so eine Idee, die wir hatten, weil es war damals, da war es noch nicht gesprengt, da war die Leitung noch da und die Gaspreise sind in die Höhe geschossen. Alle hatten Angst vor einem kalten Winter und wir haben gesagt, ja, mach doch diese Leitung auf, wenn sie da ist und bezahlt wurde, unter anderem auch von Deutschland. Und wir haben dann gesagt, wir werden symbolisch das Gelände besetzen und symbolisch quasi diese Leitung aufdrehen. 9 Milliarden Euro Steuergeld sind in dieses Gelände geflossen und trotzdem fließt kein Gas. Die Regierung nimmt die Verarmung und das Frieren von Millionen Menschen in Kauf. Diese Regierung handelt gegen Interessen von Deutschland und Europa. Wir fordern daher die sofortige Öffnung von Nord Stream 2 und wir fordern ein Referendum, einen Volksentscheid über die Energie- und Sanktionspolitik der Bundesrepublik. Wir fordern nicht nur, wir handeln auch. Wenn Sie nicht Gas geben, dann geben wir Gas. Wir sind heute hier, um Nord Stream 2 aufzudrehen. In diesem Moment betreten Aktivisten von uns das Gelände, um endlich Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Wir sind die Aktion Solidarität. Wir stehen für Autarkie, Remigration und Souveränität. Und in der größten Krise unserer Zeit stehen wir auf der Seite des Volkes gegen diese Regierung. Unsere Interessen zuerst, Nord Stream 2 aufdrehen und die Grenzen dicht machen. Sind wir hingefahren mit einem Kastenwagen? In aller Früh, da war so Sperren rumgefahren, wir glaubt, wir können zum Gelände und dann sind wir reingegangen. Unsere Aktivisten trugen alle gelbe Bauhelme, also Warnwesten. Einer, Adrian, guter junger Mann, hatte sogar einen riesigen Schraubenschlüssel dabei, um die Leitung aufzudrehen. Und dann haben wir eine kurze Ansprache vorgemacht, sind reingegangen aufs Gelände, also er ist reingegangen,
Und ja, dann kam halt die Polizei, kamen die Leute, die haben uns dann durchs Unterholz gejagt und wollten uns da fangen. Aber bei den meisten, wir waren sehr gut zu Fuß, haben es nicht geschafft. Und damit haben wir natürlich auch in so einer typischen friedlichen, auch ein bisschen humorvollen, aber doch sehr ernsten Aktion gezeigt, dass Millionen von Deutschen genau diese Selbstmordsanktionen nicht wollen. Mhm. Und während die letzte Generation für die Schließung demonstriert hat, während die Antifa ständig angreifen, gewalttätig sind, ist unser Aktivismus immer mit Witz, mit Humor, vollkommen gewaltfrei, aber bildgewaltig. Und das haben wir bei dieser Nord Stream-Aktion, war ein großes Abenteuer, auch, glaube ich, unter Beweis gestellt. Und jetzt fragen sich natürlich viele, und hier gucken ja immer wieder mal auch solche Menschen vom Verfassungsschutz hier rein. Von was lebst du denn eigentlich, Martin? Ich lebe von Buchverkäufen, Vortragshonoraren, wenn ich denn welche bekomme bei Einladungen, und von freiwilliger Unterstützung für meine journalistische Arbeit, also Crowdfunding für meine Videos, meine Artikel, meine Podcasts, die ich immer kostenfrei hochlade. Und ich habe auch einen Unterstützerclub, MS Live Plus heißt der. Da können Leute für so exklusive Inhalte für so 5 Euro im Monat meine Arbeit unterstützen. Sprich, ich lebe anders als die Öffentlich-Rechtlichen mit Zwangsgebühren, von freiwilligen Beiträgen und natürlich auch jetzt mehr und mehr von Leuten, die gerne meine Bücher kaufen und nachlesen wollen, was ich zu sagen habe. Also ich habe mit Interesse dein Buch quer gelesen. Ja, also ich werde mir, wenn ich jetzt nach Rumänien zurückfahre, noch mehr Zeit nehmen, aber ich habe natürlich mich vorbereitet. Und das, was ich bisher gelesen habe, wie gesagt, ich werde mich auch befassen damit und wenn du magst, dir auch mal persönlich von mir ein paar Anreize geben, weil ich ja dann doch aus einer anderen Ecke Dinge betrachte. Und wir wollen ja alle zusammen irgendwie Freiheit genießen, nicht wahr? Ja, absolut. Wir dürfen die Kritik an unseren Ideen nicht der Lückenpresse überlassen. Also ich bin sehr gerne bereit, auch immer auf Anregungen einzugehen und freue mich schon auf deine Lesefrüchte. Vielen Dank, Martin Sellner. Bitte bleib gesund, für dich und deine Familie. Alles Gute. Und wenn du bitte in Berlin bist, ruf mich vorher an, komm ins Studio. Ich glaube, unsere Kollegen freuen sich auch auf dich. Danke für die Einladung. Alles Gute. Tschüss nach Österreich. Ciao. Tschüss. Ja, das war's von uns, von Klare Sicht. Also ich fand diesen jungen Mann sehr sympathisch. Ich wusste das ja schon vorher, aber mir ist wichtig, dass ihr auch versteht da draußen, dass diese Sachen, die über andere erzählt werden, ja, die muss man natürlich erstmal selbst ansprechen, wenn es geht. Ich habe die Möglichkeit gehabt, das zu tun. Nicht jeder hat die Möglichkeit, das ist völlig klar. Aber wenn ich mit einem Menschen spreche, stelle ich ihm Fragen. Was soll ich denn mehr tun als das? Wenn er lügt, dann lügt er. Aber mir kam es genauso wie bei Anselm Lenz am Montag, genauso frei von der Leber weg erzählt. Das bedeutet, dieser Mensch war für mich auch kongruent, dass wir alle mal in der Jugend andere Dinge gemacht haben und so weiter. Mag sein, aber wichtig ist, was jetzt ist und wohin wir gehen wollen. Mir bleibt nichts anderes wieder zu sagen, wie immer. Bitte bleibt neugierig und bleibt Mensch. Bis zum nächsten Mal. Danke.